Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Schröders Nebenwerte-Watchlist. Natürlich mit the one and only Michael Schröder. Fünf Werte und Zahlen, Zahlen, Zahlen stehen im Fokus. Wir befinden uns mitten in der Berichtssaison. Der erste Wert hat heute Zahlen vorgelegt, Siltronic fürs erste Quartal. Man hat unterm Strich deutlich mehr verdient. Was waren die Gründe, warum lief es so gut? Ja, die hohe Nachfrage natürlich nach den Wafern, das haben wir schon oft thematisiert als Zulieferer für die Chipbranche. Starke, starke hohe Nachfrage, ungebrochen, wird sich auch noch in den nächsten Quartalen so darstellen. Dazu kommen, man konnte die in der Preispolitik bessere Verkaufspreise erzielen, also vieles an die Kunden weitergeben. Der enorme Anstieg der Produktionskosten wird natürlich das Ergebniswachstum im laufenden Jahr ein bisschen einbremsen, aber alles in allem eine interessante Zahlenentwicklung im Q1. Vielleicht noch hier, die haben noch, Siltronic hat noch 50 Millionen Zusatzzahlungen gekriegt im Rahmen der gescheiterten Übernahme durch GlobalWafers. Das nur am Rande, das hatte der ein oder andere im Vorfeld auch nicht mit berücksichtigt. Spannend ist hier bei Siltronic, dem Waferhersteller, eben Zulieferer für die Chipindustrie, also Technologiewert, man sieht es hier im Chart auch, Aktien im Technologiebereich wurden zuletzt gemieden, waren zu hoch bewertet vor dem Hintergrund der Inflations- und Zinsentwicklung. Jetzt stellt sich die Frage, wann sind die Aktien nicht mehr so hoch bewertet oder noch viel besser ausgedrückt, wann sind sie so günstig bewertet, dass die Investoren hier wieder zugreifen und die Aktien nicht, wie zuletzt in den letzten Tagen gesehen, ohne Rücksicht auf Verluste aus den Depots schmeißen. Das ist die Kernfrage. Das wird vielleicht nicht heute sein, das wird vielleicht nicht nächste Woche sein, aber es wird doch in absehbarer Zeit so sein, dass jetzt hier auch wieder in dem Bereich Positionen aufgebaut werden. Bei Siltronic im Speziellen muss man einen Blick über den Tellerrand hinaus sehen. Es werden jetzt schon Lieferverträge für die Jahre 25, 26 und darüber hinaus abgeschlossen. Das heißt also zu den heutigen Konditionen der von einigen Branchenkennern in den Raum gestellte Nachfragerückgang im nächsten oder übernächsten Jahr würde Siltronic dann zum Beispiel nicht mehr ganz so arg treffen, weil man eben jetzt schon zu den Aktien oder der Margeneinbruch wird sich nicht so dramatisch darstellen, wie befürchtet aus meiner Sicht, wenn man eben jetzt schon entsprechende Verträge abstellt. Wir sprechen hier von einer Aktie, die solide wächst, in einem absoluten Boommarkt unterwegs ist, mit einem KGV von 10 bewertet und einem KUV von 1,2 bewertet ist. Das ist, wie gesagt, die Frage, wann sind diese Kennzahlen wieder günstig? Ich gehe davon aus, dass wir das in diesem Jahr noch sehen und dass die Aktie dann auch wieder deutlich höher steht. Also mittellangfristig die Aussichten für Siltronic unverändert gut. Kurzfristig wird, und das werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten noch öfter hören, die Volatilität hoch bleiben. Dann schauen wir mal auf Vacuotech, die auch heute Zahlen vorgelegt haben und auch dynamisch wachsen. Konnten dich die Zahlen überzeugen? Mich haben die Zahlen überzeugt. Der Markt wird noch eine Weile brauchen, um wieder die neue Wachstumsstory nach den Corona-Impfstofftransporten zu verstehen und richtig zu interpretieren. Wir haben jetzt im Q1 25% Umsatzwachstum, aber rückläufiges EBITDA. Hier hauen die Kosten, die Energiekosten, die Transportkosten, Logistikkosten voll rein. Marge im Vergleich zum Vorjahr von 16% auf 13% zurückgegangen. Das sollte sich im Laufe des Jahres ein wenig egalisieren und wieder stabilisieren. Alles in allem, die Zuschauer der Sendung, die Sendung schon öfter gesehen haben, wissen, die Vacuotech-Story beginnt jetzt 2.0 nach den Corona-Impfstofftransporten. Die Produkte eben weitläufige Einsatzbereite in vielen Bereichen und dann wird auch das Ergebniswachstum auf absehbare Zeit wieder nachziehen und dann sollte sich die Aktie jetzt hier auch wieder aus diesen Tiefständen lösen können. Analysten hatten im Vorfeld der Zahlenkursziele alle durch die Bank, 8, 9 Analystenhäuser jenseits der 100%, also im Bereich von 30 und höher. Man sieht, da ist noch ein Riesenloch dazwischen, das zu füllen gilt. Das wird halt nicht heute und morgen passieren, aber mittelfristig halte ich die Aktie weiterhin für sehr aussichtsreich, also vielleicht jetzt Position ausbauen oder aufbauen und dann mal in den nächsten 2, 3 Quartalen wieder draufschauen. Wenn die Wachstumsstory am Markt weiter verstanden wird, richtig interpretiert wird, dann sollte die Aktie deutlich höher stehen als heute. Und es ist auch die Gefahr jetzt nicht so groß, dass es weiter erstmal noch ein Stück nach unten geht? Da sind wir bei dem Thema, was wir vor der Sendung besprochen haben, bei dem Thema Glaskugel. Alles hier ist auch ein weiterer kurzfristiger Rücksetzer möglich, wenn der ein oder andere Investor jetzt noch Positionen im Nebenwertebereich rausgeht.
kehren will aus seinem Portfolio, weil das muss. Die Beweggründe sind vielschichtig. Dann haben wir den viel zitierten Käuferstreik. Wenn nochmal eine größere Verkaufsorder kommt, sucht der eine oder andere immer gleich nach dem Haken. Und dieser Domino-Effekt, wir haben ihn schon in den vergangenen Jahren oft gesehen, wirkt halt in beide Richtungen. Wir wollen jetzt hier das Positive der Wachstumsstory sehen und den Domino-Effekt nach oben, dann, wenn die entsprechenden Zahlen in den nächsten Quartalen kommen. Beim nächsten Mal bin ich gespannt, was du als Positives erwähnen wirst, denn letzte Woche gab es ja erstmal eine Prognosesenkung, die CANCOM vermelden musste. Ja. Diese Woche gibt es am Donnerstag endgültige Zahlen, aber die werden jetzt auch nicht mehr die große Überraschung mit sich bringen, oder? Ich erwarte keine großen Überraschungen, aber zumindest ein Wortlaut, der das Ganze etwas relativiert und stabilisiert. Die Analysten haben jetzt auch schon ihre Kursziele ein bisschen gesenkt, angepasst. Du hast gesagt, der Vorstand rechnet jetzt im laufenden Jahr nicht mehr mit sehr deutlichem Umsatz- und Gewinnwachstum, sondern nur noch mit deutlichem Gewinnwachstum. Das hat dazu geführt, dass die Aktie im Tagesverlauf über 15% eingebrochen wird. Ist, wie gerade schon gesagt, auch ein bisschen auf das extrem verunsicherte Marktumfeld zurückzuführen, zumal die Aktie im Vorfeld schon unter Druck stand. Was dem einen oder anderen Investor ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass der Vorstand mit dem Geschäftsbericht vor 5 Wochen vorher noch gesagt hat, Lieferkettenproblematik ist da, ist aber im Griff. Prognosen wurden damals bestätigt. 5 Wochen später, Lieferkettenproblematik ist doch größer als gedacht. Das kann passieren. Also in der heutigen Zeit ist die Visibilität manchmal recht kurz. Daher haben sie sich jetzt dazu entschieden, dieses sehr aus dem Ausblick rauszustreichen. Wir werden das jetzt übermorgen mit frischen Eckzahlen hinterlegen. Und ich gehe mal davon aus, dass sich die Investoren dann auch eben wieder auf die mittelfristigen Aussichten fokussieren. Die sind bei CANCOM weiterhin sehr, sehr gut. Weitere Zukäufe im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie auch im laufenden Jahr nicht ausgeschlossen. Hier eben auch ein Kandidat im Rahmen einer Marktstabilisierung, einer Beruhigung bei dem Ausverkauf der Technologiewerte für einen sehr dynamischen Rebound dann wieder in Richtung 45 bis 50 Euro. So hier den Titel entweder auf die Watchlist setzen oder auf diesem Kursniveau, dem mittelfristigen Chart, sieht man, dann haben wir diese 2, 3 Rücksetzer in diese Zielzonen schon gehabt, von dem die Aktie sich immer wieder relativ dynamisch erhöhen konnte. Also das Chance-Risiko-Verhältnis ist aus meiner Sicht kurz und vor allem mittelfristig alles andere als schlecht. Wenn du von einem dynamischen Rebound sprichst, das wird dann aber nicht jetzt 13% oder 15% ging es an einem Tag nach unten, 15% nach oben gehen. Das wird dann wahrscheinlich eher eine... Also das ist nicht vorzustellen, weil der Vorstand wird jetzt innerhalb von 2 Wochen das Wording nicht so anpassen, dass wir das jetzt wieder sehen. Aber ich bleibe dabei, dass diese Entwicklung im Kurs jetzt als Übertreibung nach unten einzustufen ist. GFT Technologies, da wird es auch am Donnerstag Zahlen geben. Mhm. Was erwartest du dir hiervon? Ja, GFT, der Highflyer aus dem Vorjahr, wir haben es oft thematisiert, 3, 4 Mal hintereinander die Prognosen angehoben. Jetzt mit den endgültigen Zahlen, mit dem Geschäftsbericht vor 5 Wochen, Prognosenbestätigung. Man rechnet 20% Umsatzwachstum, beim EBT 36%. Kann davon ausgehen, dass diese Prognosen nicht wieder erhöht werden, aber ich gehe mal davon aus, dass sie bestätigt werden. Und auch hier sieht man, im Rahmen des Ausverkaufs sind wir jetzt von 40 auf 30 Euro, knapp 30 Euro gefallen. Das Chance-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht wieder sehr gut, denn die Aussichten operativ von GFT, von dem IT-Dienstleister, sind weiter vielversprechend. Man stellt sich breiter auf, die breitere Kundenbasis sorgt für eine gewisse Stabilität, auch regional. Man geht vertikal in die Märkte, also die haben ihre Hausaufgaben gemacht und ich bin relativ sicher, dass die Q1-Zahlen jetzt auch zeigen, dass wir hier mit diesem angesprochenen Wachstum im laufenden Jahr weiter rechnen können. Und ja, in einem entsprechenden Marktumfeld, die Volatilität, wir haben es thematisiert, könnte dazu führen, dass wir hier auch eine recht dynamische Gegenbewegung nach den Zahlen wieder in Richtung 40 Euro sehen. Denn auch hier, wie so oft, die pessimistischen Analysten, die jetzt schon mal ihre Prognosen ein bisschen angepasst haben, sehen immer noch viel, viel Luft nach oben. Und es würde mich arg wundern, wenn GFT jetzt plötzlich die andere Seite der Medaillen spielen würde und mit den Planvorgaben enttäuscht. Letzter Wert für heute, Warta, wird auch am Donnerstag dann Zahlen vorlegen. Aktie ist jetzt jüngst wieder auf ein 12-Monats-Tief gefallen. Könnten die Zahlen einen Turnaround mit sich bringen? Die Frage ist hier, müssen wir vielleicht wieder ein bisschen andersrum angehen. Im Moment wird im Markt halt
ja wieder weiterhin eine als Nicht-Erreichen der Jahresprognose in den Raum gestellt, weil auch Warta jetzt die Inflationsthematik, die gesteigenden Kosten etc. und auch den Druck der Konkurrenz weiter zu spüren bekommt. Wir haben es schon oft thematisiert, ich will es jetzt nicht strapazieren, die mittelfristigen Aussichten, E-Offensive, das Thema ist da, das Problem ist, der Newsflow von Seiten von Warta fehlt. Und wenn jetzt dann auch noch sich herausstellt, dass der Gegenwind auf der Gewinnseite ein bisschen zu groß wird, dann ist jetzt hier, wir sind auf 78, knapp 78 Euro gefallen, dann ist hier nach unten noch ein wenig Luft. Zuletzt Kepler hat das Kursziel von 80 auf 65 Euro reduziert. Aber wir wissen, es gibt eben auch Analysten, die das Ganze ein bisschen anders interpretieren, sprich den Ausblick, die Aussichten jetzt mehr berücksichtigen. Also Warta, kurzum, Warta muss liefern, damit die Investoren und auch die Anleger und andere Leute weiter an die Story glauben können. Also die Hoffnung, ich will nicht sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also das Potenzial nach unten ist auf jeden Fall bei einer Enttäuschung da, aber sobald der Konzern jetzt mal entsprechend liefert, Partner liefert, den Bereich der E-Offensive, dann ist hier auch Upside-Potenzial vorhanden. Also bei Warta kann man im Moment kurzfristig nur auf Sicht fahren und mittelfristig, langfristig bleibt die Aktie aus meiner Sicht weiterhin aussichtsreich, was aber, wie gesagt, habe ich ja gerade schon erwähnt, dass ich das jetzt zwei, dreimal sagen muss. Die Volatilität wird groß bleiben. Rücksetzer in beide Richtungen sind nicht auszuschließen, weil eben vieles zum einen natürlich von der operativen Entwicklung eines Unternehmens abhängt, aber im Moment auch sehr viel vom Gesamtmarktumfeld und vom Verhalten der Investoren. Und da haben wir jetzt die letzten zwei, drei Wochen knallhart gesehen, in welche Richtung und in welcher Dynamik das Ganze laufen kann. Aber auch hier zum Abschluss noch wieder was Positives. Der nächste Richtungswechsel wird kommen. Es ist halt nur die Frage der Zeit und wir werden die Zeit nutzen und jetzt mal die Glaskugel suchen. Die putzt du schön und am Donnerstag wirst du sicher auf deaktionär.de informieren, auf wenn jeden Fall, ja, diese ganzen Zahlen vorliegen. Richtig. Das war's für heute. Dankeschön, Michael. Danke, ja, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.